Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder für euch, der Ladenquascher. Und heute spielen wir mal wieder Themenpark Simulator. Und ja, wir fahren heute mal alle Karussells, habe ich mir vorgenommen. Das wird eine Riesenfolge heute. Wird bestimmt 30 Minuten gehen, weiß ich noch nicht. Als erstes fahren wir das Riesenrad und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich rein. So, als erstes machen wir mal ein bisschen Musik an. Ja. Ach, ich habe Desktop-Audio hier aus. Wartet mal. So, hab ein bisschen Musik angemacht, die Mucke. Okay, als erstes spielen wir das Riesenrad, wie gesagt. Okay, erstmal in die richtige Position. Warum sage ich so oft okay? Naja, egal. Okay, seht ihr? Hä? Junge. Okay, schon wieder. Ich frag mich nicht, warum ich das so oft sage. Bei der letzten Folge oder beim letzten Video war es so oft ja. Jetzt ist es okay. Naja, egal. So, als erstes fahren wir mal eine Runde ohne Leute, damit wir starten können und auf die Leute warten können, die jetzt gleich kommen. So, hier kommt schon wieder die nächste Frau. Und da hinten kommt hoffentlich gleich auch jemand. Oh. Okay, Leute, das ist das schnellste Riesenrad Deutschlands. Sie haben sich hier auf einen Deal eingelassen. Den gibt's nur einmal im Leben. Okay, let's go. Erstmal alle Gondeln richtig hinfahren. Wir müssen noch ein Stück fahren. Okay. So, Leute. Jetzt lassen wir mal welche rein. Hier. So. Ihr zwei seid jetzt die Einzigen, die fahren, weil ich keinen Bock habe, auf die anderen zu warten. Also, wir starten dann gleich rein. Okay, let's go. So, wir machen erstmal auf die langsame Tour. Okay, Leute, ja, langsam ist erstmal besser. So, ja, wir machen ein bisschen schneller. Okay, einer geht noch rein. So, okay. Schon wieder? Okay, Mann. Gut. Okay. Oh, ich sag, frag mich einfach nicht danach. Okay. Mich nervt das selber. Junge. So, wir legen dann gleich mal richtig los. Okay, let's go. Wollen wir Flash anmachen? Ja, machen wir mal hier Flash. War richtig bunt und schön. Nebel mache ich auch mal ein bisschen. Hier sieht man das. Ja, keine Ahnung, man sieht das, glaube ich, nicht. Egal, Nebel haben wir jetzt auch. Jetzt halten wir mal eben an, damit wir welche reinlassen können. So. Oh, hier stehen schon ganz schön viele an. Okay, ein bisschen müssen wir noch. Ja, das ist, glaube ich, perfekt. Oh, da kommen viele an. So. Dann kommt mal alle rein in unser schönes Karussell oder eher gesagt Riesenrad. Let's go. So. Sind jetzt alle drin? Ja, dann können wir loslegen. Okay, let's go. Für die, die schon drin waren, einer geht noch rein. So, wir fangen ganz langsam an hier. Ganz langsam, wie im echten Riesenrad. Ganz langsam. Aber wenn wir nicht gleich schneller werden würden, dann wären wir nicht das schnellste Riesenrad Deutschlands, Leute. Okay. Ach komm, wir machen sofort richtig, oder? Ja, das sieht doch schon gut aus, oder? Soll ich vielleicht mal den Flash ausmachen? Weil ein bisschen nervt der ab und zu, finde ich. Licht einfach so sieht zwar nicht so schön aus wie Flash, aber nervt nicht so immer. Okay, jetzt lassen wir wieder mehr Leute rein. Hier, ein bisschen anhalten. Ein bisschen zurück müssen wir. So, das müsste reichen mit zurück. Gut, dann machen wir mal auf und ihr könnt alle rein. Okay, let's go. Gleich geht's los. Die wilde Party geht ab. Achtung, die wilde.
Das hört sich im Echten auch immer so verschwommen an, so. Achtung, Achtung, es geht los, okay, es geht los. Ja, Leute, es erinnert mich einfach an den wirklichen Freizeitpark oder den Markt. So, gut. Wir starten wieder erstmal richtig langsam, aber richtig langsam. So, wie es in echt auch ist. Okay, let's go. Jetzt geht die wilde Party ab. Oh, da geht noch rein, da geht noch rein. Okay, ich sag das schon wieder immer, okay. Naja, egal. So, dann legen wir mal richtig los. Jetzt geht los. So, Leute, okay. Ja, wir müssen mal ein paar Leute wieder reinlassen hier, ein paar Kollegen. Gut, gut. Also bitte park richtig. Okay, ich muss noch ein bisschen weiter. Ah, Hilfe, jetzt ist Nacht. Da sollten wir mal richtiges Licht anmachen für die Nacht hier, so weißes. Das sieht ein bisschen gruselig aus im Dunkeln, so hier. Ich habe generell keine Angst vor Dunkeln natürlich, aber so sieht das schon irgendwie ein bisschen cringe aus. So, oh nee, das machen wir an hier, so ein bisschen bunt, damit es auch schön aussieht bei uns. Damit auch welche rein wollen. So. Jetzt könnt ihr alle rein. Also, passen nicht alle rein, aber die meisten. Wahrscheinlich. So, Leute. Aber wir sind jetzt schon bei 6 Minuten und wir haben nur das Riesenrad. Wie kann das noch werden? Gut. Okay, dann legen wir los. Erstmal wieder richtig langsam. Okay, die wilde Party geht ab. Die Post geht los. Okay, wir machen jetzt mal richtig. Okay, let's go. Ey, wir gehen mal. Ja, wir gehen mal in so eine Gondel hier rein. Wartet. Hier. Oh mein Gott. Das hört sich hier drin ja richtig komisch an. Also, geil irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört, aber ich höre das. Okay, ja. Wir hatten mal an, damit wieder welche rein können. Ja, die Kamera machen wir mal wieder so normal wie eben. Na, jetzt bin ich gerade ans Mikrofon gestoßen. Ich find's auch blöd hier hinten, vielleicht sieht man das. Da ist ja so ein Aussichtsturm. Und da kann man, den kann man leider nicht steuern. Das finde ich ziemlich doof. Aber vielleicht kommt das noch in irgendeinem Update irgendwann. Fragt mich einfach nicht. So, dann lassen wir mal welche rein. Ja, ein bisschen weiter müssen wir leider noch. Kommt. So, ich denke, das müsste gut sein. So, gut, dann könnt ihr jetzt rein. Auf geht die Wille Pause, bitte alle reinkommen. Bitte alle reinkommen, sagte ich. Ja, der Sound war vielleicht nicht so cool, aber egal. Ach so, jetzt geht nicht mehr. Okay. Dann machen wir erstmal wieder ganz langsam. Und ein bisschen Nebel machen wir auch noch dazu. Oh, das sieht jetzt richtig gruselig aus mit dem Nebel irgendwie. Finde ich, oder? Wie sieht das von weiter weg aus mit dem Wald? Ja, das sieht mit Lichtern besser aus, finde ich. Ja, jetzt gehen wir mal ganz weit weg hier. Ach, wir starten mal richtig eben, wenn wir hier schon mal sind. Ja, dieser Aussichtsturm, ich will da so gerne mitfahren eigentlich, der ist so cool. Oder auch mit diesem Ding, ich weiß nicht, ob man das da auch sieht, aber da hinten ist noch so irgendwas. Auch gerne würde ich mitfahren und mit dem hier da hinten, damit kann man überall nicht fahren. Ist irgendwie ein bisschen blöd, aber naja, egal. Kann man nichts dran ändern wahrscheinlich. Gut. So, dann. Ja, kommt Leute, wir sind bei 10 Minuten knapp schon. Wir machen mal den Inverter. Gut. Ach, hier kann man sogar die Farbe anpassen bei dem. Hier, sollen wir das nehmen? Das hier, ich weiß auch nicht. Oder das vielleicht? Naja, nee, das ist zu dunkel. Das hier sieht irgendwie auch cool aus. Das. Oder das. Oh, ich glaube, wir nehmen das. Oder das hier. Meine Lieblingsfarbe ist nicht blau, aber das sieht irgendwie schon cool aus. Dieses Blau hier. Wir nehmen das, glaube ich, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Sieht schon cool aus, finde ich. Gut, wir machen jetzt eine Runde ohne Leute, weil ich nicht auf diese Leute warten will da. Gut,
Ach nee, den müssen wir ja runterfahren. Gut. Also. Ah, gut, ich habe das Konzept hiervon verstanden. Ich habe das zwar schon mal gespielt, aber ist egal. So, hier drehen wir immer richtig schnell. Dann machen wir hier auch noch. Okay, das ist was Falsches, glaube ich. Hä? Wo kann man denn machen, dass die Gondeln sich auch hier richtig schön drehen? So, wartet mal, wir halten mal einmal an. Ach, Leute, haltet an, halt an, halt bitte, halt an. Hier? Nee, da geht das nicht. Geht das dann hier? Hä? Okay, ich glaube, wir müssen erstmal losfahren dafür. Machen wir mal. Wir machen Automatik, dann müssen wir nicht immer. Automatik. Hier, ah, jetzt geht's. Gut, ach, Automatik ist blöd. Wir machen das per Hand. Zack. Okay, let's go. Wir legen jetzt richtig los. Vielleicht schaffen wir ein Looping. Okay, ach so, wir müssen ja auch hier. Ach, wir machen automatisch. Dann können wir auch gleich mal das Licht hier anpassen. Hier ist das. Sollen wir mal Flash machen? Nee, oh, das ist zu hell. Hier, wir machen den. Das sieht irgendwie cool aus. Nebel machen wir auch an. Und gut. Und wir haben den ersten Looping geschafft. Hui! Stehen schon wieder viele an. Wir machen mal. Halt mal an. Hier alles weg. Der kann sich erstmal hier ausdrehen. Der Inverter. Und let's go. So, wir können die Leute, glaube ich, reinlassen jetzt. Ah, super. Jetzt geht's. Gut, erstmal das hochfahren. Dann das hier auf und dann den Eingang auf als letztes. Alle reinspaziert. Boah, das sind viele. So, euch lasse ich nicht mehr rein. Stopp. Ich bin nämlich zu gemein. Ich lasse euch einfach nicht mehr rein. So, ach, wir können schon hier wieder zumachen alle. Wir warten erstmal, bis die Bügel runtergefahren sind. Wir warten. Okay, jetzt machen wir alles runter. Und dann geht's auch schon los. Hier. Ja, das Drehen machen wir zum Schluss. Das machen wir noch nicht, würde ich sagen. Das drehen wir auch langsam so. Da werden wir gleich immer schneller. Ein bisschen machen wir schon. Nebel machen wir auch ein bisschen an. Nebel ist immer cool. Okay, komm, wir machen richtig drehen hier. Ab geht die wilde Post. Und wir drehen jetzt auch noch komplett die Gondeln. So. Okay, Leute, wollt ihr noch eine Runde? Es geht los, jetzt geht's los. Ja, das war ein blöder Sound, ich weiß. Ja. Gut. Das war's auch schon mit dieser Runde. Hier drehen muss auch aufhören. Ein bisschen drehen tun wir hier auch noch, damit das auch richtig rumgedreht ist. So, finden nach. Egal. Jetzt muss ich das hier erstmal auskugeln. So, ich hab's mal ausgekugelt. Das ist, glaube ich, langweilig für euch. So, jetzt machen wir hier mal hoch. Okay, warum geht das nicht hoch? Nochmal. Jetzt warten wir, bis es oben ist. Und die Bügel auf. Oh, hier sieht es irgendwie im Dunkeln ziemlich komisch aus. Wir machen mal hell an hier. So. Okay, super. Alle runter, bitte. Alle runter, alle runter. Und, ach nee, warum mache ich das denn zu? Quatsch, gut, dann machen wir den Eingang auf und ihr könnt jetzt alle rein. Okay, bitte alle einsteigen. Es geht los. Die Autofahrt geht los. Es geht richtig los. Wir fahren mit 100 km/h hier los. Das ist der coolste Inverter der Welt. Ja, okay, Leute, fragt einfach nicht. Let's go, wir starten gleich, wenn alle eingestiegen sind. Also, ist schon alles voll? Oh mein Gott, das ging schnell. Gut, wir machen die Bügel runter, es geht los. So, dann fahren wir das auch noch runter. Und jetzt starten wir. Ach, komm, wir machen mal eine andere Farbe. Wie sieht dieses Blau noch? Ja, haben wir die... Standard. Ja, wir machen mal die. Die sieht auch irgendwie cool aus, finde ich.
So, dann starten wir natürlich als erstes mit. Nein, Automatik, so. Und nein, nein, noch nicht drehen. Jetzt fangen wir immer langsam an, hier zu drehen. Und es geht immer schneller dann. Mit der Zeit. So, jetzt starten wir mal ein bisschen schneller hier. Und wenn er den ersten Looping geschafft hat, drehen die sich auch noch um die eigene Achse, diese Dinger. Okay, er hat den Looping geschafft. Okay, der ist ein Looping. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller noch. Ah, richtig schnell gleich. Okay, wir haben die höchste Stärke erreicht. Ja, wie auf dem Quatsch. Wie auf dem Jahrmarkt. Da hört man auch nie was, was die da so ansagen. Oder? Findet ihr? Finde ich irgendwie. Leute, die Fahrt ist leider auch schon zu Ende. Ah ne, das müssen wir anlassen. Okay, dann warten wir mal, bis der hier irgendwie. Ach, wir müssen ja auch das anmachen, damit der schneller hier. Ja, wir lassen ihn mal schnell runterfallen und zack. Jetzt kann der nach unten. Super. Das Drehen machen wir ein bisschen langsamer. So, wir müssen das erstmal auskurieren, deswegen drehen wir erstmal ein bisschen langsam noch, damit es für die, die da noch drin sitzen, nicht langweilig wird. Warum halten die Arme immer noch hoch? Wir drehen nur ganz langsam. Okay, egal. Wir halten jetzt mal an mit dem Drehen. Und war nicht richtig gerade. Kommt schon. Hier, jetzt aber. So, erstmal den und dann die Bügel. Ori steigt schon aus, obwohl der noch gar nicht oben ist. Egal. Oh mein Gott, die stehen hier bis zum Limit an schon. Dann müssen wir auch ganz schnell mal hier die reinlassen alle. Geht schnell raus, wir müssen die reinlassen, damit neue anstehen können. Kommen hier auch wieder neue? Ja, es gehen nur welche weg. Nee, es können gar keine. Doch, hier kommen neue. Können wohl doch noch welche anstehen. Gut. Nein, nein, Quatsch, nein, ich bin dumm. Nein, nein, ich muss doch. Nein, Quatsch. Okay, jetzt. Jetzt könnt ihr rein. Okay, die wilde Post, bitte alle einsteigen. Tut, tut. So, okay, so. Jetzt machen wir den Eingang mal zu. Oder passen noch Leute rein hier? Ja, es passen sogar noch welche rein. Ich dachte, es passen gar keine mehr. Ja, zwei passen noch rein. Gut, machen wir die Bügel alle zu. Jetzt wird die Wille, pass ab. Und das machen wir auch runter. Super. Und dann starten wir auch gleich. Wenn wir den ersten Looping geschafft haben, dann machen wir dieses Drehen um die eigene Achse auch an. Aber natürlich auch erst dann. Hat sich gerannt. An, dann. Ja. Gut, so. Wir machen gleich mal ganz schnell. Ein bisschen Nebel machen wir noch. Jetzt kommt der Nebel, es geht los. Ja, ganz viel Nebel hier. Wir halten gedrückt, wir machen ganz viel Nebel. Genau, so finde ich es gut, wenn ganz viel Nebel ist. So, und jetzt machen wir das Drehen um die eigene Achse auch noch an. Oh, ich glaube, die Münzen in meinem Karussell hier. Wir sind der coolste Inverter Deutschlands. Bitte steigen Sie alle ein. Jo, die mögen das aber richtig. Gut. Also. Das war's leider auch schon mit der Runde. Bitte nicht traurig sein. Ach, wir wollten ja noch ein bisschen drehen, wenn die fertig sind. Gut, wir machen das. Ach nee, hier so Automatik aus. Und jetzt. Ach, wir müssen ja auch hier noch gleich dann, wenn das unten ist, so ausmachen. Und damit der nicht langweilig wird, drehen wir noch ein ganz bisschen. Die nehmen halt wirklich immer noch die Hände hoch, obwohl das nur leicht dreht. Kommt, wir kriegen eine richtige Runde hier. Ja, jetzt aber. Kommt, Mann. Ach, deswegen geht das nicht, weil wir das drehen ausmachen müssen. Hä? Okay. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Okay, lassen wir mal alle raus schnell. Und dann starten wir auch gleich mit dem nächsten Karussell, weil wir sind jetzt schon bei ungefähr 20 Minuten. Gut, dann sind jetzt alle draußen. Als nächstes machen wir den Amor Express. Ja, dieser Amor Express soll, glaube ich, Musik Express sein. Egal, so. Okay. Kauf Tickets, reichlich Tickets, bitte kauf Tickets.
Was können wir hier? Oh mein Gott, wir können das halt alles komplett hier wegmachen. Das machen wir mal. Wir fahren mal eine Runde so komplett kahl. Hey, wie sieht das von innen aus? Das müssen wir natürlich auch noch angucken. Oh, geil, das sieht irgendwie cool aus. Finde ich. Oha. Wir sind einfach im Musikexpress drin, können wir jetzt sagen. So, hier ist er. Okay, da stehen auch schon welche an. Wir lassen die schnell rein und dann geht's los. Hier rein in die Olga. Und wieder zu. Schnell rein in den Amore Express. Und dann geht's los, ne? Los, rein da. Geht schon rein, Mann. Das dauert. Gut, vielleicht sind sie dann gleich auch mal drin. Könnt ihr jetzt euch endlich mal alle hinsetzen? Diese eine Person. Ja, endlich. Gut. Okay, Leute, wir starten erstmal ganz langsam mit dem Amore Express. Aber gleich werden wir noch ganz schön. Ja, ich weiß, man konnte es wirklich nicht verstehen. Gut, dann werden wir ein bisschen schneller, Leute. Ja, das ist schon schnell. Naja, aber nicht so schnell. Wir machen direkt sofort. Ein bisschen Nebel machen wir an, weil Nebel ist cool, darf nirgendwo fehlen. So. Okay, let's go, auf geht die wilde Post. Wir machen mal rückwärts eine Runde, Leute. Ja, rückwärts ist cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr beim Musikexpress lieber rückwärts oder lieber vorwärts fahrt. Also ich fahre beides gerne, aber ich glaube, ich sag lieber rückwärts. Erstmal fangen wir jetzt wenig an. Und dann werden wir immer schneller. Wir machen sofort die wilde Post, würde ich sagen. So. Sieht auch schon cool aus. Ja, da halten sie ihre Hände hoch. Das war's mit dieser Runde. Bitte einmal aussteigen, alle. Los, schnell. Och, wann denn endlich kommt? Hä, warum können wir nicht das aufmachen? Ach, bin ich dumm, das ist ja schon auf. Mann, bitte. Och. Ja, dann lassen wir gleich die Leute rein, wenn ihr ausgestiegen seid. Es wäre auch cool, wenn man hier so den Breakdancer steuern kann. Ich habe mal ein Video hierzu gesehen, da ging das, aber ich glaube, das war, weil der oder die das auf dem Handy gespielt hat. Hier geht leider kein Breakdancer. Wäre nochmal ein cooles Upgrade irgendwie, finde ich, oder? So. Ach nee, warum? Ach, bin ich doof. Schon wieder. So, alle reinspaziert. Wir lassen mal eine begrenzte Anzahl rein. So, das reicht jetzt aber auch mit Leuten. Komm. Euch lasse ich noch rein, weil die Frau hinter dir so hübsch ist. Naja. Vielleicht doch nicht. Mein. Oh, dachte ich nur. Sah so aus eigentlich. Gut, dann checken wir alle ein. So. Und let's go. Wir starten einmal mit der Mitte. Es geht noch nicht richtig los, aber los. Konnte man wieder nichts verstehen? Ja, wie auf dem Jahrmarkt. Perfekt. Und wenn ihr wollt, dass ich bald mal auf Roblox dieses Thema Park Tycoon oder wie das auch immer heißt, dieses so ein Freizeitpark-Spiel. Keine Ahnung, wie heißt das? Rollercoaster Tycoon. Ja, kann sein, irgendwie so ein Freizeitparkspiel auf Roblox. Dann, wenn ich das spielen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie alles. Wir starten mal richtig. Nebel machen wir wieder. Ach, wir wollten ja hier das alles wieder ran machen bei der Runde. Hier das ran, dann machen wir das hier, diesen Tunnel. Das in der Mitte. Was ist? Ah, wir können sogar das da abmachen. Hey, cool. Aber das machen wir ran. Ich finde dieses, diese Schrift Amor Express sieht so viel cooler aus als mit Dach hier, mit dem hier. Oder? Findet ihr auch? Okay, wir starten rückwärts.
Wir starten erstmal zur Hälfte, würde ich sagen, ne, Leute? Okay, fahr jetzt endlich mal rückwärts. Oh, das ist so dunkel in der Nacht. Ich habe Lust auf Tag jetzt, weil ich habe keine Lust, dass ich nichts sehen kann. Das ist ja blöd. Leute, wir machen den Amore-Tunnel hier. Knut gerne jetzt rum. Dann kann es auch keiner sehen. Wir werden währenddessen ein bisschen schneller und machen den auch wieder weg. So. Ach komm, wir machen direkt richtig schnell. Ja, so ist es gut. Das war's leider auch schon mit dieser Runde. Nun halt doch endlich an, jetzt. Genau. Ah, nee, nee, falsch. Das hier auf und dann alle rauslassen. Alle raus, bitte. Oh, dieser Amore-Tunnel da in der Mitte oder wie man den nennt, nervt irgendwie. Da sieht man gar nicht die Mitte richtig von hier. Den machen wir mal ab. Ey, sollen wir mal hier in die Perspektive von den Leuten hier? Geht das? Ja, das ist doch geil. Findet ihr auch? Ich finde das irgendwie cool. Okay, dann lassen wir mal alle rein. Oder ein paar nur. Da kommen sie gleich alle hier an mir vorbei. Ja, so, das reicht jetzt. Oh, steigt schnell alle ein. Ich will zumachen hier, damit wir weiterfahren können. Das war ein Glas. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Aber da ist Trinken drin. Naja, egal. Interessiert wahrscheinlich eh keinen. Gut, wir können losfahren. Okay, wir machen erstmal ein bisschen langsam. Oh, wir sind noch rückwärts. Vorwärts, ein ganz bisschen nur. Genau, so ist es gut. Jetzt gehen wir die wilde Passage. Okay, let's go. Halt, wir müssen, da oben ist ein Scheinwerfer und den werden wir jetzt hier anmachen. Ja, hiermit. Ja, das war tatsächlich einer. Aber mit Bunt sollen wir flashen. Ja, nee, das ist zu hell. Ist mir wirklich irgendwie zu hell. Nein, hier. So, gehen wir mal wieder in unser Waggon hier rein. Gut, dann geht's jetzt weiter. Okay, wir machen erstmal die Hälfte. Und dann werden wir gleich immer schneller. Achtung, alle anschnallen, jetzt geht's richtig los. Erstmal so ein bisschen und dann werden wir ganz schnell. Ja, wir machen jetzt ganz schnell so. Oh mein Gott, von innen sieht das ja noch krass aus. Ja, wir machen rückwärts. Erstmal zur Hälfte bei rückwärts, wie immer. Okay, aber richtig jetzt. Wir machen gleich ein bisschen weiter. Sieht doch schon cool aus. Okay, wir starten jetzt richtig. So ist es schön. Ja, die vor uns nimmt schon die Arme hoch. Mario, juhu! Macht das auch zu Hause bei euch? Oder wo ihr das Video auch immer gerade guckt. Ach, wir machen jetzt mal Flash hier an. Mit weißen? Nee, wir machen mit bunten Licht. Das sieht cool aus, finde ich. So, das war's leider auch schon mit dieser Runde. Alle aussteigen, bitte. Sagt einer hier immer. So, okay. Ah, komm schon, komm los. Alle aussteigen bitte, außer ich. Ich darf sitzen bleiben. Ich habe nämlich, ich muss nicht bezahlen, weil ich gehöre dazu, zum Glück. Komm, schnell aussteigen, alle. So, es sind alle ausgestiegen. Jetzt können wir welche reinlassen. Und machen mal den Flash hier aus. So, oh, das sind schon viele Leute. Das reicht jetzt erstmal. Oh mein Gott, sind es viele. Na, eigentlich ist es für Musik Express wenig. Oder Amore Express. Aber schon irgendwie viel, finde ich. Och, nun kommt alle einsteigen, bitte. So, endlich sind alle eingestiegen. So, Leute, das ist die letzte Runde für heute. Dann mache ich Schluss mit diesem... Naja, nicht mit dem Video. Mit diesem Karussell. Gut, wir starten erstmal ein bisschen einfacher. Ja, starten einfacher und dann werden wir gleich schneller.
So, das ist aber noch gar nichts. Wir werden noch schneller. Hier, wir machen gleich die wilde Post. Let's go. Ah, den Amore Express, den Amore Tunnel machen wir auch mal hier. Den machen wir jetzt an, während wir drin sitzen. Oh mein Gott. Das ist irgendwie cool. Naja, aber man sieht nichts, also mache ich den wieder weg. Amore Express weg. Tunnel. So, wir machen mal ein bisschen rückwärts. So, halt an. Und jetzt geht's um alles rückwärts fahren. Ist cool. Okay, let's go. Ja, ich weiß, der Soundeffekt war wieder komisch. Okay, let's go. Einer geht noch rein. Wir machen mal richtig schnell, Leute. So. Ja, Soundeffekt wieder. So, jetzt geht's los. Das war's leider schon mit dieser Runde. Für heute. Für immer. Nein, nicht für immer. So, okay, dann lassen wir die schnell noch raus hier alle. Ah, Quatsch, ich bin auf dem falschen. So, hier schnell alle rauslassen. Und dann verlassen wir das hier. So, als nächstes haben wir die hier. Wie nennt man die noch? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Autoscooter. Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Ja, jetzt fahren wir Autoscooter. Was? Oh mein Gott, wir können sogar selber fahren. Ey, wie cool. Das machen wir gleich auch noch bei einer Runde. Okay, wir setzen uns mal hier hin. Sieht cooler aus irgendwie. Na, nicht cooler, aber echter. So, dann da kommen Leute. Dann machen wir mal auf hier alles. So, bitte alle reinspazieren hier in unseren schönen Musikexpress. Ach Quatsch. Das ist ja das nächste, den schönen Autoscooter, meinte ich. So, jetzt lassen wir keinen mehr rein, weil wir wollen jetzt nämlich selber fahren. Okay, los. Jetzt kommen wir. Okay, und es geht los. Hui! Ah, komm, hier. Komm her. Zack, zack, zack. Auf dich habe ich es jetzt abgesehen. Zack, zack, zack. Weg hier, weg. Nein, hier ist mein Gebiet. Weg. Hallo, weg hier. Habe ich das nicht gerade gesagt? So, fahr schnell weg. Ich bin nicht zu bändigen. Fahr schnell weg hier. Genau, fahr schnell weg. Schnell weg. Hier, ich... Ja, ich mach hier dich in die Ecke. Nein, schnell hier wieder. In die Ecke. Du kommst nicht... Oder ich komm von dir jetzt nicht weg. Ich schlage deinen Wagen. Ist eigentlich noch jemand außer der hier drin? Ah, da hinten ist noch jemand. Gar nicht gesehen. So, das reicht jetzt auch mit Fahren. So, die Fahrt ist zu Ende. Bitte alle aussteigen. So, hier, wir machen mal auf. Und gleich machen wir den Eingang dann wieder an, im Prinzip. Ist ja so eine Schiebetür, glaube ich. Oder ist das hier auch so eine? Wir gucken mal nach. Das werden wir gleich. Ja, hier ist auch so eine Schiebetür. Steht da von hier auch Stop drauf. Ha, Hilfe, ich bin in der Frau drin oder dem Mann. Ah, ne, ist Mann, glaube ich. Ja, hier steht auch Stop. Oh, bin ich, kann ich auch in den Leuten. Oh mein Gott. Ich bin in ihren. Du weißt. Oh mein Gott, ich bin in ihren. Ihr wisst schon rein. Bah. So, wir gehen mal lieber schnell wieder hier hin. Was sind das? Sind das ernst? Oh mein Gott, wir können nach unten. Hier sind halt, oh mein Gott, hier sind halt einfach Räder. Ist hier auch ein Nummernschild dran? Hm, nee, auf der anderen Seite müsste eins sein. Hier eins. Hä, nicht mal da. Schade. Okay, dann geht's jetzt. Ach nee, ich hatte den Eingang ja noch gar nicht auf hier. So, jetzt ein paar Leute lassen wir rein. Jo, das reicht, glaube ich. Da würde ich jetzt mal sagen. So, steigt schnell alle ein, bitte. Es geht nämlich jetzt los. Kommt schon, einsteigen. Steigt schnell alle ein. Wir wollen loslegen. Okay. Ab geht die wilde Post. Oh, das hört sich ja von hier an. Oh mein Gott.
epischen Nebel machen wir hier wieder rein. Halten den Nebeltaste mal gedrückt. So. Schnell, fahrt alle ein. Fahrt alle an, Leute. Los, macht das. Nicht uns, nicht uns. So. Wen haben wir hier noch sitzen? Kollegen. Hallo, Kollege. Steht da hinten drauf. Themepark Simulator. Jo. Mikrofon. Oh mein Gott. Gehen wir gerade ins Mikrofon rein. Hier ist noch eine Kasse. Ah, nee, jetzt bin ich draußen. Und dann ist hier noch ein Bildschirm und irgendeine Steuerung. Wahrscheinlich für den Autoscooter hier. Na, können wir leider nicht drücken. Schade. Wäre irgendwie cool. Ah, Hilfe. So, jetzt reicht das aber auch mal langsam. So, wir machen hier auf. Den Eingang machen wir auch auf. Ah, nee, dann können die Leute nicht rausgehen, die hier jetzt drin waren gerade. Ach, egal, wir machen jetzt das nächste. Ich dauere, wird das langweilig. Wir machen mal den Tagada. Oder ich glaube, das heißt echt anders. Keine Ahnung, wie das heißt. Drehkreise nennen wir den jetzt mal. So, wir starten mal. Ach, wir haben hier. Ja, stimmt, wir hatten hier das. Ah ja, der ist da, stimmt. Zack, 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 zack. Ach, können wir das auch mit der. Ja. So. Ah, jetzt stehen auch endlich welche an. Jetzt halten wir auch an. Jetzt halten wir auch an. So. Lassen die rein gleich, wenn. Muss den Eingang, glaube ich, da direkt hinkriegen. Also muss ich noch ein bisschen fahren hier. So. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, ein bisschen zu weit nur. So minimal zu weit. Mann. Gut, jetzt lassen wir die Leute rein. Let's go. Geht alle rein. Ich glaube, das wird mein längstes Video, was bis jetzt auf diesem Kanal war. Wir sind jetzt schon bei knapp 37 Minuten. Oha. So, machen wir alles zu. Und ab geht die wilde Post. Jetzt geht's los. So. Wir starten direkt richtig schnell. Und machen hier mal hoch und auf diese Seite. Falsch schön runter. Ja, da ist gerade einer fast runtergefallen. Los hier, falsch schnell runter. Los. Hui. Hui. Kann man bei dem hier das Nummernschild sehen von diesem Anhänger? Sind ja alles nur Anhänger, wisst ihr. Geht das? Oh mein Gott, hier ist halt wirklich ein Nummernschild dran. So. Von hinten sieht das komisch aus. Soll. Kann das sein, dass es eigentlich gar kein Freizeitpark sein soll, sondern eigentlich nur so eine Art Fest wie der Freimarkt oder sowas? Keine Ahnung. Heißt zwar Theme Park Simulator, aber wir werden es näher fahren. Okay. Let's go. Hier. Ein bisschen müssen wir noch. Dann nur noch ein ganz bisschen. Kommt. So. Das müsste. Oh, das war wieder ein Glas. Das müsste jetzt reichen. Ach komm. So, jetzt aber. Zack. Und. Nee, Quatsch, falscher. Knapp. Exit. So. Okay, let's go. Ab geht die wilde Post, aber erst gleich. Ab geht, let's go. Warten wir mal. Jetzt sind alle raus und wir können den Exit zumachen und den Entry auf. Oder Entry, keine Ahnung. So, ah, hier sind richtig coole Lautsprecher da hinten. Guckt euch die mal an. Da kommt wohl die Musik raus, die hier scheinbar wohl leider nicht ist. Ey, wenn die in dieses Spiel noch einbauen würden, so, oh mein Gott, da kann man sogar Kabel anschließen, dass man wirklich so hier die Musik auswählen kann, wie auf dem Markt. Das wäre schon irgendwie ein cooles Update, oder? Finde ich. Aber jetzt haben wir die Verantwortung für ganz schön viele Leute. Okay, alle hinsetzen. Warum können wir. Ach, haben wir den Eingang gar nicht zu. Nee. Warum können wir das nicht zumachen? Hä? Was ist das? Okay, warum? Hä? Okay, ich finde nicht raus, wieso das ist. Ich kann euch leider nicht sagen. Gott. Wartet. So, die wilde Maus machen wir jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann euch leider nicht sagen, woran es liegt. Ja.
folgt mich einfach nicht. Wollen wir wieder die Kamera hier fahren? Hä, was ist das hier? Das hier war. Hä? Verstehe ich jetzt nicht so. Ach, die haben verschiedene Farben. Die Wagen hier. Können wir auch in den Wagen hier rein? Nee, geht das nicht? Oh, schade, man kann nicht in die Wagen rein hier. Right. Doch, man kann in die Wagen, aber ich glaube, hier ist das unpraktisch. Hier müssen wir Auto machen eigentlich. So. Okay, wir sind schon bei 40 Minuten, oh mein Gott. Gut, dann machen wir mal Load. Laden wir Leute ein und jetzt machen wir wieder zu alles. Und Load. Jetzt einmal alle raus, bitte. Achso, wir fahren jetzt hier mit dem mit, glaube ich. Nee, oder? Ah doch, wir fahren mit dem mit. Gut, dann müssen wir hier mal ein anderes auswählen. 5, ja, wir machen 5. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. Warum steht denn hier keiner an? Ah, jetzt kommen die Leute. Unload, wir machen mal alle auf. Ach, wir müssen ja alle vor einmal. So. Okay. Jetzt können wir Leute reinlassen. Nein, aufmachen. Oder auflassen. Na, schicke Jacke und schicke Jacke. So, dann macht ihr jetzt oder fahrt ihr jetzt mal los. Wir können ja schließlich nicht auf alle anderen warten. So, jetzt machen wir Unload. Und ja, laden mal welche ein. So, ihr seid jetzt die einzigen beiden, die in diesem Wagen sind. Und wir lassen euch mal hier auf die wilde Bahn, sag ich mal so. Okay. Load. Und ihr könnt dann wieder auf die wilde Bahn gleich, wenn die fertig sind hier. Kommt, Leute, was ist denn hier? Ach, jetzt geht's. Super. Alle nach vorne. Und jetzt wieder zu. Und was ist denn hier? Warum müssen wir so lange warten? Jetzt können wir. Unload. Und warten wir mal auf die nächsten Leute. So, jetzt stehen auch endlich mal hier wieder welche an. So, Load, hier lassen wir jetzt mal 2 nur rein. Oder 3, okay, auch egal. So, nein. Ja, wir machen mal Unload. Okay, geht nicht. Dann machen wir Load. Und jetzt aber Unload. Ach, da kommen schon die ersten wieder. Super. Dann können wir jetzt hier wait. Achso, wir müssen ja auch hier unload. Und jetzt, ihr könnt rein. Hallo. Hallo, ihr könnt. Hä? Warum gehen die nicht rein? Müssen wir noch weiter? Nein. Okay, der fährt jetzt ohne Leute weiter. Egal. Ja, dann machen wir jetzt nochmal alle weiter. Oh, wir haben noch so viele Karussells vor uns. Nein. Super, und weiter geht's. So. Jetzt machen wir alle weiter. Okay, wir machen das nächste, weil ich will nicht, dass das Video zu lang wird. Als nächstes ist der Techno-Jump dran oder Techno, keine Ahnung. Okay, wir fahren erstmal ohne Leute, weil es gerade noch keine anstehen. Wir machen sofort richtig. Okay, let's go. Jetzt machen wir einen hoch. Zack. Ganz nach oben. Und alle runter. Und jetzt wieder hoch. Jetzt machen wir mal einzeln runter. Zack. Jetzt machen wir alle 2 runter immer. Also im Prinzip ein Zweierteam. Jetzt machen wir, ich nenne das mal die Pyramide. Finde ich ziemlich cool. Ja. Dann hier jetzt einmal runter und dann zack, zack, zack machen. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Hier zack, 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 zack. Okay. Und einmal bitte wieder runter. So,
Jetzt halten wir gleich auch an, wenn der Frosch auf der richtigen Seite ist. So, jetzt. Halt an. So. Genau, und dann lassen wir die Leute mal rein. Alle reinspaziert, bitte. Und wieder zu. So, bitte hinsetzen, alle. So, okay, wir können jetzt weiter. Okay, wir fahren jetzt richtig schnell und machen nur zur Hälfte hoch erstmal. So, aber das ist langweilig, also machen wir richtig hoch. So, die Leute freuen sich schon, glaube ich, halten schon ihre Hände hoch, manche. Und jetzt runter. Und wieder hoch. So, und jetzt machen wir mal einzeln runter, alle immer. Genau so. Ja, war vor allem irgendwie ASMR gerade, was ich gemacht habe da mit dem Mikro. Das auch. Ich könnte mal ASMR-Videos eigentlich machen. ASMR. ASMR. So, jetzt machen wir zwei Teams. Bildet bitte alle zwei Teams, Genossen. Ja, wir machen mal die Pyramide. Die schöne Pyramide. Und alle zappeln bitte, die wegen zappeln. Zappeln, 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 zappeln. Genau so finde ich das schön. Okay, wir machen mal nach ganz unten. Achso, und jetzt machen wir hier. So. Schnell, schnell, alle aussteigen bitte. Exit. Steigt bitte alle aus schnell. So, hier. Na, warum mache ich das zu? Ergibt eigentlich keinen Sinn, egal. Warten, warten, warten. So, jetzt machen wir hier. Ach Mann, warum mache ich das immer zu? So, jetzt machen wir auf. Wir lassen aber nur ein paar Leute rein, weil sonst dauert das. Da, ja, Quatsch. Dauert das zu lange. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf zu warten. Aber egal. Oh, hier stehen wieder so viele an. Och, komm schon. Schnell einsteigen, bitte alle. So, jetzt können alle einsteigen. Genau, super. So, jetzt fahren wir los. Und wir machen richtig schnell. Zur Hälfte. So, das ist gut. Ganz nach oben. Und wieder runter. Zack. Das machen wir mal einzeln immer. Zack, zack. Bildet bitte zweier Teams. Alle bitte zweier Teams bilden. Alle bitte zweier Teams bilden. Jetzt geht los. Jetzt machen wir die Pyramide. Die Pyramide startet, wie ich immer nenne. Und als letztes machen wir einmal zappeln. Zappel, 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 zappel. Okay, let's go. Und wir machen mal erstmal zur Hälfte wieder. Und runter. Zack. Jetzt halten wir an. So, jetzt lassen wir alle raus. Oh, es ist Nacht geworden. Ich mach mal hier schnell Licht an. Zack, zack. Flash, nein, ist zu hell. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass es so hell ist. Gut, achso, wir müssen ja auch die Leute rauslassen. Nein, nein, Quatsch. So, hier Exit und das auf. Jetzt lassen wir sie schnell raus. Und dann war es das mit diesem Karussell, weil wir haben nicht viel Zeit. Wir haben noch so viele vor uns. Drei Stück jetzt mit dem hier, glaube ich, noch. Oder vier. Keine Ahnung. Wir machen eine Fahrt ohne Leute. Ist mal hier. Wir machen alles von vorne richtig hoch und. Keine Ahnung. Ist hier auch ein Nummernschild dran? Irgendwie so ein Kennzeichen? Ja, nee, hier nicht. Schade. Hätte ja sein können. Hier ist auch gar kein Bezahlhäuschen. Ist bei manchen irgendwie nicht. Ich frage mich, warum ist das dann kostenlos? So, jetzt kommen bestimmt gleich Leute.
Oh ja, da kommt jemand. So, alle reinspaziert. Mit der anderen Gruppe, ich bin der Ladencrasher, bitte mal anstrengen, bitte, danke. Och, Leute. Ja, wir sind gerade bei 50 Minuten angekommen. Krass. Okay, zu und zu. Jetzt können wir endlich mal mit Leuten starten. Wir machen gleich schnell erstmal ein bisschen nur. Wir machen dieses Karussell bis 55, dann sind wir schon bei über einer Stunde. Oh mein Gott. Und jetzt richtig. Achtung, ab geht die wilde Pause. Wie fandet ihr den Sound? Ich habe ihn jetzt ja nicht gehört von mir nur. Aber, egal. So, das war's leider auch schon mit dieser Runde. Das war's leider auch schon mit dieser Runde. Das war's leider. Okay. So, halten wir mal an. Dann halten wir das hier auch noch an. Okay. Dann können wir jetzt alle rauslassen. Oh, wie lange dauert das? So, jetzt können wir mal die Leute hier rauslassen. Wir haben auch Nebel hier schön. So, aufmachen und Exit. Leute, schnell durch den Exit. So, jetzt können wir wieder welche reinlassen. Und beide umgeschwungen. Alle reinspaziert. Okay, okay, das reicht jetzt. Oh, hier können so viele anstehen. Leute. Sieht schon krass aus, wenn das hier Exit auf ist und dann Entry aufgeht. Dann sind die einfach beide. Nein, nein, ich wollte das nicht aufmachen. Ach, egal. Bitte steigt jetzt alle ein. Endlich sind sie alle drin. Gut, dann können wir ja starten. Okay, let's go. Achtung, Achtung, liebe Leute, es geht los. Okay, let's go, es geht los, Achtung. Ja, dann sollte ich auch mal losmachen, wenn ich das sag. Hier und hier alles los. Der Sound kommt wieder. Ich fand den, ich habe ihn nicht gehört. Okay. So, dann machen wir richtig hoch. Ist schon okay. Haben wir eigentlich. Ach, wir haben den hier gar nicht an den Scheinwerfer. Oh mein Gott, ist der hell. Machen wir hier bunt ein bisschen. Warum ist er nicht. Ach, wir haben den gar nicht an. So, oh mein Gott, der ist so hell. Sieht so aus, wenn man die ausmacht. Na, nicht so schön. Sieht man zwar eigentlich nicht, aber ich glaube, das sieht nicht schön aus. So, das war's auch schon mit dieser Runde. Achtung, das war's. Tschüss. Machen wir alles aus. Und zack, ah, es ist Nacht geworden. Schnell alle runterfahren hier. Alles runterfahren, alles runterfahren, alles runterfahren. So, ich würde sagen, wir machen das nächste Karussell, weil auf Dauer wird das ja auch immer langweilig, oder? So, hier. Das nächste ist die Tokaido-Achterbahn, heißt sie, glaube ich. So, wir machen eine Proberunde, fahren sofort los hier. Ach, können wir sogar die... Wir können rückwärts... Hä? Warum fährt man hier mit rückwärts? Oha, wir können wirklich rückwärts fahren. Egal. Schnell einmal durch. Dann kommen bestimmt auch viele Leute. Ja, hier kommen sehr viele. Ich glaube, hier nach... Ja, wir haben noch zwei Achterbahnen hier nach, glaube ich. Okay, let's go, bitte alle einsteigen. Okay, so, anhalten, schnell, die Leute müssen schnell rein, da stehen schon welche an. Wir dürfen die nicht laden lassen. Oh, ernsthaft? Bisschen weiter, dann halt noch. So, hier auf und hier auf. So, bitte einsteigen, wieder zu. Und dann machen wir das gleich auch zu, wenn sie alle eingestiegen sind. Warum willst du denn nicht vorne hin, da du? Hä? Ich will immer vorne sitzen bei sowas. Frag mich nicht, warum. Ist irgendwie cooler, finde ich. Ey, kennt ihr diese Reisebusse, sind das, glaube ich, wo es zwei Etagen gibt und dann in der zweiten, wenn man da ganz vorne sitzt. Als ich ganz klein war, da habe ich immer gespielt, dass ich der Busfahrer bin. Immer. Ich habe das immer gemacht, Junge. Okay, kommt, die lassen wir hier noch schnell rein, eben diese Frau. Sie haben Glück heute, weil wir lassen sie noch rein.
Los, steigen wir schnell ein. Müssen weiter. Jetzt aber. Genau, und jetzt geht's auch los mit der Achterbahn. Wuhu, die wilde Fahrt geht los. Hier machen wir auch Flash an, oder nicht Flash, wir machen nur Licht an, glaube ich. Oder? Ja. Flash ist einfach zu hell bei den meisten, finde ich. So, Leute, gleich müssen wir auch anhalten mit dieser Achterbahn, weil da muss man irgendwie so früh anhalten, finde ich. Schnell anhalten, sonst kommen wir nicht mehr durch hier. Na, aber ich glaube, das passt noch, hoffe ich. Ja, das muss... Nein. Gerade zu weit, ach Leute, Mann. Jetzt halten wir aber an. So, jetzt lassen wir die hier alle raus. Exit auf. Kommt, steckt alle aus, auch du da ganz vorne. Ich weiß, vorne ist es schön, egal. Oh, es stehen schon wieder so viele an. Komm, schnell aussteigen, du auch, da hinten, los, schnell. So, jetzt aber Exit zu und den Eingang auf. Ach, wir haben das hier gar nicht mehr auf. So, dann jetzt aber. Einsteigen bitte alle. Können wir hier in die Achterbahn auch rein? Wartet, wir gucken mal hier. Wir können da rein. Oh, nee, wir wollen vorne, oder? Wie sind die anderen? Ja, komm, wir sitzen ganz vorne. Oder? Ja, wir machen vorne. Oh, wir müssen das auch zumachen vielleicht. Wäre vielleicht ganz gut. Okay, und los. Okay, let's go. Wir starten gleich richtig wie immer. Oh mein Gott, wie cool. Ich finde das auch cool, dass man einfach so selber mitfahren kann, oder? Naja, so schnell ist die aber auch nicht. Ich habe schon schnellere gesehen oder bin mit schnelleren gefahren. Da ist ja die Big Loop im Heidepark schneller. Oder? Und jetzt anhalten schnell. Hat der eine gerade gemacht. Okay, hier müssen wir noch einmal zurückfahren. Oh, wir müssen aber ganz schön noch zurückfahren. Haben wir wohl zu spät gestoppt. So, jetzt aber. Und alle rauslassen. Nee, wir hätten eigentlich auch die drin lassen können. Sind wir doof? So, wir müssen das ja mal eben sehen. Zu, auf. Hey, wie sieht das hier aus? Zu, auf, zu, auf, zu, auf. Gut, ach, wir können zu machen, super. Hier, bitte alle einsteigen. Ach, haben wir jetzt zu? Oh, ups. Und schon wieder zu. Es können nur eine begrenzte Anzahl von Leuten hier rein. Gut, jetzt machen wir mal nicht, dass alle rauskommen. Jetzt machen wir ganz viele Fahrten nacheinander mal. Das ist cool, glaube ich. Okay, zu und los geht die wilde Post. So. Okay, let's go. Alle angeschnallt. Es geht los. Bitte Achtung anschnallen. Bitte anschnallen, es geht los. So, ja, jetzt fahren wir aber richtig durch mal. Damit wir nicht immer anhalten müssen. Oh, es ist Nacht geworden. Vielleicht sollten wir die Scheinwerfer hier mal auf weiß machen. Wartet, das machen wir schnell. Flash, oh mein Gott, nee. Da kriege ich doch auch nur wieder Kommentare. Das ist zu hell. Sehe ich doch jetzt schon. Eine Bahn fahren wir noch durch. So. Und jetzt noch eine Bahn. Hui. Juhu. Juhu. Wenn man in der Achterbahn kotzen muss. Ja, fragt mich nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Fragt mich einfach nicht, Leute. So, jetzt sollten wir schnell hier schon anhalten. Eigentlich kann ich auch direkt auf rückwärts drücken. Oder? Ja, ich glaube, wir kommen zu früh an sogar. Müssen wir... Oh mein Gott, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. Krass. Jetzt sind wir aber richtig, glaube ich. Ja. Exit. So, und wir machen die nächste Achterbahn. Oder so. Hier. Aber wir sind schon bei fast einer Stunde. Cool. Das hier ist das nächste. Das sieht doch cool aus, finde ich. Als erstes machen wir mal hier Flash an. Oder Flash? Oh mein Gott, ist das hell? Nee. Doch nicht. Den machen wir nur an. Gut, Rauch machen wir auch schon ein bisschen an.
Und dann starten wir eine Proberunde eben. Ey, gemein wäre ich, wenn ich die jetzt hier so in der Luft stehen lasse. Kann man hier auch rein in die Perspektive? Jo, man kann einfach da rein. 1, 2, 3, 4. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier rein, oder? Hier, ja, das sieht irgendwie cool aus, finde ich. Ach, wir müssen ja auch weiter hier. Oh mein Gott. Ich mach mal hier eben 3. Oh, das ist auch irgendwie cool hier. Schnell anhalten. Nein, wir sind schon zu weit. Da müssen wir wohl noch eine Runde machen. Und wir fahren rein. Es können jetzt alle einsteigen. Und wir sind bei 1 Stunde angekommen. Neuer Rekord von Videos bei mir. 1 Stunde und 43 Sekunden. Och, kommt. Hier ein ganz kleiner Schwupps. Und jetzt könnt ihr hier rein. Rein in die Olga, Leute. Super. Das ist richtig gesichert, wie so ein Löwenkäfig, weil man da einfach rausfallen kann. So, machen wir wieder den Eingang zu. Schnell einsteigen alle bitte. Und alles zu. Und wir können losfahren. Gut, wir machen direkt die volle Power. Ich finde diese Perspektive vom Sehen her irgendwie cool, oder? Und weiter geht's. Und, oh, wir werden richtig schnell schon. Wenn wir das jetzt von innen sehen, wie sieht das da aus? Oh. Oh mein Gott. Wer ist das hier? Und das, und das, und das. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Und wie heißt du? Ja, wir machen wieder die letzte. Ah ja, das ist schön, unsere Achterbahn, ne? Gefällt dir? Oh, wir sind zu weit schon wieder. Okay, da müssen wir noch ein bisschen fahren. Ich lasse euch jetzt hier stehen. Aber ich sitze ja auch fast mit drin. So, ich lasse euch jetzt so stehen. Den ganzen Tag. Nee, mache ich nicht. So gemein bin ich auch nicht. So, langsam reinfahren hier. Ein bisschen noch. Nein, wir sind, glaube ich, schon... Ach, wir sind perfekt sogar. Super. Dann können wir ja hier... Und lassen ein paar Leute rein. Wir lassen jetzt keinen raus. Wir lassen nur rein. Okay, das reicht jetzt auch. Hahaha, wir lassen euch nicht mehr raus. Und los, schnell rein. Jetzt können wir wieder losfahren. Wir machen wieder direkt die volle Power. Power on! Ja, das sieht ganz cool aus. Nebel noch hier, der kommt gleich, glaube ich. Hier Nebel. So, das reicht jetzt auch mit der Runde. Nein, wir haben es nicht mehr geschafft, schade. Ein bisschen weiter noch. So, hier halten wir jetzt. Okay, hat nicht ganz hingehauen. Oh mein Gott, wie weit stehen... Die stehen ja richtig weit an hier. Aber die stehen auch nicht enger in eng, deswegen passt das. Komm, ein paar Leute lassen wir rein, keinen raus. Wir lassen euch nicht raus. So, das reicht jetzt auch mit Leuten, endlich. Diese Runde noch und dann machen wir die nächste, würde ich sagen. Also Achterbahn. So, machen direkt volle Power. Full Power on. Full Power, es geht los. Okay, Achtung, Achtung. Hallo, liebe Passagiere, willkommen an unserem Fly Express. Bitte haben Sie viel Spaß. Oh, das geht in die Nase. Ich halte mir die Nase zu dafür. Mann. Und machen wir andere Richtung. Obwohl, eigentlich können wir jetzt auch anhalten direkt. Ach, kommt. Mann, warum haben wir es nicht geschafft? Hätte ja klappen können. Okay, let's go. Ganz schnell zurück. Und es müsste... Ach, Mann. Hätte gerade so fast gepasst. So, jetzt lassen wir euch aber mal raus. Ihr Arm, ihr müsst so lange mitfahren. In diesem Kotzexpress fast, eher gesagt. Okay, einen haben wir noch. Die... Wartet. Das ist ein Viking. Oder Viking. Ja, Wikinger-Schiff soll das heißen.
Ne. Cool. Schiffsschaukel. Machen wir direkt mal hier. Auto machen wir an. Und gucken uns das Ganze erstmal an. Hier Scheinwerfer an. Oh mein Gott. Ah, nee, Flash ist zu hell hier. Mal wieder. Ist eigentlich immer so. Sollen wir mal Nacht machen? Oh mein Gott, wie krass sieht das bitte aus. Flash in der Nacht. Oh ja. Das ist schon geil. Hier, jetzt stehen welche an, also halten wir auch an. Bitte anhalten. Bitte anhalten, ihr kommt jetzt alle rein. Achtung, willkommen an Bord von unserem Wikinger-Schiff. Hier spricht Wikinger 1. Bitte steigen Sie ein. Hier spricht Günther. Bitte steigen Sie ein. So, und hier spricht Olaf. Bitte steigen Sie ein. ja. Sollten wir vielleicht auch mal reinlassen. So, jetzt. Das sind aber alle Leute. So. Quatsch. Warum? Ich meinte, das sind nur alle Leute. Kommen hier noch welche? Ja, da kommen noch welche. Gut. So, machen wir zu und starten wir auf Auto. Gehen wir mal am besten. Ey, können wir hier auch direkt rein in dies? Oh ja, können wir. Oh mein Gott, hier steht man einfach. Was gibt's noch für Perspektiven? Ja, es gibt nur ein paar. Ich denke, wir gehen mal so. Das ist cool. Und Anna, nach, kommt ein bisschen noch. Wuhu, ich nehme die Arme auch hoch. Macht das auch zu Hause oder wo ihr seid. Und jetzt stoppen wir aber. Ich halte die Maus. Ich halte. Oh, los. Jetzt hat er angehalten. Und einmal alle einsteigen, bitte. Da kommen schon welche. Machen wir wieder zu. Und bitte einsteigen. Dann lassen wir euch mal hier rein jetzt im Prinzip. Naja, ihr seid ja schon drin, aber egal. Geht das Gitter? Oh mein Gott. Das sieht irgendwie cool aus, wie dieses Gitter da aufgeht. Ja, egal. Automatisch Auto. Und jetzt geht's los. Achtung, Achtung, liebe Zuschauer, es geht los. Oder eher gesagt, keine Zuschauer, liebe Mitgucker, es geht los. Hallo, hier spricht wieder Olaf. Es geht los. Und hier spricht auch noch Günther. Es geht jetzt auf jeden Fall los. ja, okay, fragt einfach nicht. Woohoo, ja, ich nehme die Arme auch hoch wie du. Ey, sollen wir mal hier entstehen? Oh mein Gott. So, das reicht jetzt auch. Das war eine ganz schön kurze Fahrt irgendwie. Wenn das jetzt echt auch nur so kurz wäre, das wäre schon blöd irgendwie. Los, nun halt doch endlich an. Und gleich jetzt. Können alle raus. Einmal bitte. Oh mein Gott, es geht auf. Exit, jetzt alle aussteigen. Du auch neben mir. Willst du nicht aussteigen? Ah, jetzt. Gut. Ja. Ja. Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen, dann war es mit diesem richtig langen Video heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.